Heute koche ich Ihnen rote Linsen mit Kokosmilch und Krabben. Das ist meine Variante. Sie kennen vielleicht die indische oder wenn Sie oft in ein türkisches Restaurant gehen, kennen Sie auch die türkische Variante. Probieren Sie meine. Ich kenne die rote Linsensuppe nicht von zu Hause. Meine Kollegin Aileen hat sie gemacht und ich war immer ganz begeistert, habe das Rezept geben lassen und habe es dann so variiert, wie ich es Ihnen heute zeige. Das ist die mir liebste Variante. Sie können es aber als Vorsuppe nehmen, Sie können es als Snack abends nehmen, Sie können es in der Hitze essen. Es ist ein Gericht, was immer passt. Und die Krabben dazu, die können Sie auch, wenn Sie keinen Fisch mögen, im Zweifel lassen. Aber ich empfehle es Ihnen, weil es einfach insgesamt wunderbar vollmundet und abrundet. Und es ist ganz einfach, Sie brauchen gar nicht viel Zutaten. Ich zeige es Ihnen, wie das geht. Sie brauchen dazu rote Linsen, das sind 200 Gramm, also 207 genau. Sie brauchen zwei Tomaten, eine Paprika, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, ein bisschen Ingwer, eine Kartoffel, ja, Krabben, wenn Sie den mögen, und einen Esslöffel, ja, rote Currypaste. Ich kann Ihnen das Glas nicht zeigen, das ist mir gerade auf die Erde gefallen. Na okay, macht nichts. It happens, aber dies habe ich Ihnen noch retten können. Insofern können wir das Gericht machen, denn darin, das wird aufgelöst, schmoren wir das Ganze. Also wie gesagt, das sind die wenigen Zutaten. Und jetzt fange ich mit dem Schnibbeln an. Jetzt gehen wir ans Gemüse ran. Als erstes schrappe ich mal hier den Ingwer ab. Das muss nicht ganz sauber sein, weil es wird ja eh dann durchgerührt und gemixt und püriert. Aber die größten Brocken machen wir erstmal ab. Da gibt es vielleicht auch einen anderen Trick, aber den kenne ich nicht, denn so oft arbeite ich nicht mit Ingwer und Sie wahrscheinlich auch nicht. Und das reicht vollkommen aus. Dann schälen wir eine Kartoffel. Dann brauchen wir die Zwiebel dazu. So, den Knoblauch. Eine Zehe, ich habe eine große genommen. Sie können auch zwei, drei kleine nehmen. So. Das Ganze. Und jetzt machen wir noch die Tomate klein. Meine Frau würde jetzt sofort rufen, sind die auch gewaschen? Ich wasche die gleich noch. Außerdem sind die jetzt so sauber. Das brauche ich nicht. So, und das Ganze begeben wir jetzt mit der Paprika. Begeben wir jetzt in einen Topf, wo wir das ganze Gemüse jetzt anbraten. Denken Sie dran, das muss nicht schön aussehen, das müssen nur als Geschmacksmoment in eins gehen. Und das heißt, wir müssen die Dinger anschmoren, damit die ein bisschen von diesem Aroma, was eben dieses Currypaste abgibt, da was von mitbekommen. Okay, das ist alles. Und jetzt begeben wir das in einen Topf. So, ich brate jetzt in dem heißen Öl. Das habe ich schon aufgesetzt. Und dann kommt sofort das Gemüse rein. Und das brät jetzt langsam vor sich hin. Noch die Flamme ein bisschen höher. Und das lassen wir jetzt 3 bis 5 Minuten leicht schmoren, denn die Tomaten geben Wasser ab. So, und jetzt kommen die roten Linsen da rein. Und die schmoren wir mit. Oder braten die ein bisschen mit an oder dünsten die mit an oder wie immer sie wollen. Und wenn die Flamme hoch ist und es langsam brutzelt, dann gießen wir löschen das Ganze ab. Mit einem, naja, in diesem Fall habe ich ein Vino Verde, aber das muss es nicht sein.
Und jetzt Deckel drauf und 5 Minuten erstmal ein bisschen ziehen lassen. Okay, so und jetzt kommt die Kokosmilch rein. Ein bisschen dick. Wenn Sie Kokosmilch kaufen, schauen Sie, dass der Kokosmilchanteil mindestens 60-80% hat. Die besten kriegen Sie im Asiamarkt, aber hier die Rewe Bio ist auch okay. Gut, und das Ganze lassen Sie jetzt in aller Ruhe mit dem Schuss Wasser noch 45 Minuten leicht vor sich hin köcheln. Was hat diese orangefarbene Farbe? Und jetzt warten wir mal ab, wie das Ganze weitergeht und dann schmeckt. So, und das Ganze ist mir natürlich nicht geglückt. Ich fische schon die ganze Zeit diese Stücken raus, denn von wegen 45 Minuten vor sich hin köcheln. Man muss die umrühren, der Boden ist sonst bedeckt mit, wie Sie sehen, verbrannten Linsen. Das ist nicht zu viel. So viel, dass ich es Ihnen noch präsentieren kann und selber esse. Aber Sie wissen auf alle Fälle, was Sie besser machen müssen. Sie müssen ständig am Topf bleiben. Das lernen Sie aus diesem Video. Sie müssen ständig am Topf bleiben und rühren. Sonst fischen Sie wie ich und gucken Sie mal hier. Das ist eine halb volle Büchse, die ich hier rausgefischt habe. So, aber jetzt ist alles okay. Und die kleinen schwarzen Stücke, die haben Sie nicht gesehen, die vergessen Sie einfach, beziehungsweise die mixe ich unter und wenn mich einer fragt, dann waren das Pilze. Und jetzt nehmen wir den Zauberstab hier und wenn Sie das püriert haben, dann würzen Sie. Das ist Gemüse, was ist das? Ja, irgendeine Gemüsebrühe. So, und dann, während Sie das mal hier einrühren, braten wir die Krabben. Das Fett ist heiß. Die drei Krabben, die waren tiefgefroren. Die habe ich gepult und die brate ich, bis sie rot sind. Sie sollen sich schämen. So. Die müssen knacken. Gut, und die sind fertig. Sehen zwar noch innen so ein bisschen roh aus, aber das gibt sich und macht es knackig. Klammer aus. So, und jetzt nehme ich einen Teller Suppe. So esse ich das Süppchen. Die Krabben sind leider schon versunken. Sehen Sie nicht, probier mal. Du kannst auch einen Teller nehmen. Nee, lass mal. Kannst du alleine essen. Na gut, danke. Ach, es ist ausgezeichnet. Es schmeckt nach all dem, was ich reingetan habe. Nach Kokos, nach Curry. Ach, es ist einfach exotisch schön, leicht scharf. Ah, fantastisch. Genießen Sie diese Suppe und diese Krabben. Das führe ich Ihnen jetzt nicht vor, wie ich die esse.